Ja, hallo YouTube, ich bin Rex, ich begrüße euch hier ganz herzlich auf dem Anonymous Clan Channel. Heute zeige ich euch einmal den M27 Glitch, wie ihr die ganze Waffe hier hinbekommt. Und ja, Voraussetzungen dafür sind, ihr müsst euch einfach mal einen Spezialisten aussuchen, das machen wir jetzt mal. Hier, ich nehme jetzt einfach mal den Ruin. Ihr müsst mindestens Level 46 sein, sonst könnt ihr das Ganze nicht ausrüsten. Und ihr müsst in der Kampagne mindestens auf Level 2 sein. Das heißt, ihr müsst kurz Kampagne angespielt haben. Das habe ich auch gemacht gestern Abend noch schnell. Es dauert wirklich nicht lange. Hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert, wegen der ganzen Vorspann und so. Und ja, dann seid ihr schon auf Level 2. Und ja, hier ist auf jeden Fall die KN jetzt gerade. Jetzt gehen wir einfach auf Kampagne, sag ich schon, auf Kampfhistory. Dann seht ihr hier Zombies, Mehrspieler und Kampagne. Dann gehen wir auf die Kampagne, dann sehen wir hier die Gesamtkarrierenübersicht. Dann gehen wir einmal auf Waffen, einmal auf Mission, einmal auf Auszeichnung, einmal auf Ausrüstung, einmal auf kybernetischer Kampf und einmal auf Sammelstücke. Dann gehen wir wieder zurück, gehen auf Spezialisten, auf Anpassen, Waffe anzeigen und dann haben wir noch gerade die KN ausgewählt. Jetzt gehen wir einfach ganz nach rechts auf Sekundäre, dann seht ihr hier schon, irgendwas ist hier falsch, und zwar es gibt die Kriegsmaschine. Ja, das müsste eigentlich nicht so sein, ist aber in dem Fall die M27. Und ja, hier auf jeden Fall die originale Black Ops 2 M27 mit dem SWA. Hat leider kein Magazin, aber ja, das denke ich mal wird noch kommen, falls sie released wird. Und dann können wir die ganze Waffe auch noch ausrüsten, dann sehen wir sie auf jeden Fall hier. Dann sieht man auch nochmal, dass ein Magazin fehlt oder sieht so aus, als wenn ein kleines Magazin ist. Aber wenn jemand die M27 kennt, dann weiß er ganz genau, dass da ein Magazin war. Und ja, hier sieht man sie auch noch. Und das Geile ist jetzt, man kann sie ausrüsten. Hier habe ich das auf jeden Fall schon mal gemacht. Hier ist nochmal ein freies Feld. Warte, ich kann das nochmal eben löschen. Und euch das zeigen, dann gehen wir hier auf Sekundär. Hier sind die Pistolen und hier die Werfer. Und wenn ihr euch mit Black Ops 3 auskennt, dann wisst ihr natürlich auch wieder, dass man die Kriegsmaschine nicht aussuchen kann. Und ja, hier auf jeden Fall wieder die M27. Wählen wir aus und dann haben wir sie auch schon hier drin. Das Problem ist jetzt, man kann sie leider nicht spielen. Also es gibt einen YouTuber, der es geschafft hat, weil mit ganz, ganz, ganz viel Glück kann man sie wirklich spielen. Man hat zwar keine Schüsse im Magazin, man kann auch nicht nachladen, aber man kann sie angucken und sonst was, und Aim kann man leider auch noch nicht, aber das ist ja auch nur ein Glitch. Und ja, das Ganze können wir jetzt natürlich auch nochmal versuchen. Hier mal eine Runde Herrschaft. Ich habe es jetzt 30 schon versucht, habe es leider nie geschafft. Also man joint auf jeden Fall hier dem Spiel nach. Working every day, just a party every night. Happiness is like code, cause I got it in my sight. Now I gotta slow it down, cause these feelings that I fight like. Now I'm at the top, I don't ever wanna fall. And I'm focused on reception, I don't wanna lose the call. I'm addicted to the game, yeah, I'm going through withdrawal, cause. Ja, jetzt steht er auch nur nach Sitzung nicht länger verfügbar. Und das war's auch schon von dem Video, von dem kleinen Glitch-Video. Das ist das erste Mal, also nimm's mir nicht übel, wenn ich ein paar Versprecher drin hatte und es nicht so krank gemacht habe wie die Glitch-Leute da, die da jeden Tag einen neuen Glitch hochladen. Also auf Wiedersehen und Rex zu sehen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das Ganze geschafft habt. Haut rein, ciao.